So, ihr habt gesagt, Hyperbowl hat ein neues Video rausgebracht. Gaming-spezifisch. Frag einen Gamer. Dennis übers Zocken ohne Hände. Okay, ohne Hände, oha. Mein Name ist Dennis, aka Wheelie World. Seit einem Unfall bin ich vom Hals abwärts gelähmt. Trotzdem zocke ich. Wer braucht schon Hände? Oha. Hallo Dennis. Don Tron möchte von dir wissen, warum bist du gelähmt? Also ich bin gelähmt durch einen Mountainbike-Unfall, der jetzt ziemlich genau 15 Jahre her ist. Bin quasi extremsportmäßig da Mountainbike gefahren auf diversen Strecken. Dabei ist das Ganze dann passiert, dass ich quasi zu kurz gekommen bin, mit dem Vorderrad auf die Landekante dann aufgekommen und dann den typischen Segler über den Lenker gemacht habe. Meine Kumpels haben dann halt auch direkt den Krankenwagen gerufen, der relativ schnell kam. Ich habe das Ganze noch mitbekommen. Ich hatte nur ein Blackout von ungefähr einer Sekunde direkt nach dem Aufprall. Ich habe dann erstmal auch nur gemerkt, dass ich schwerer atmen kann und fühlte mich als schlapp. Habe zu meinen Kumpels auch gesagt, so, hey Leute, gib mir 5 Minuten, dann stehe ich gleich wieder auf. Und als der RTW ankam, die haben dann auch direkt mir noch gesagt, dass der Rettungshubschrauber mitgerufen wird, weil es halt doch eine größere Verletzung ist. Und dann ging es dann zur ersten großen OP in die erste Klinik und bin dann da dann auch später mal ein zweites Mal zur Sicherheit so gesehen operiert worden. Danach waren dann 11 Monate Klinik inklusive Reha. Seitdem sind nur noch Kopf, Hals und Schultern beweglich. Tuksche fragt sich, was genau funktioniert bei dir nicht mehr? Was absolut nicht funktioniert, ist wirklich die Bewegung von Armen, Beinen, Hände, Oberkörper, alles wirklich unterhalb der Schulter. Ich habe allerdings noch, was uns vielen auch fehlt, nach so einem Unfall oder generell bei Querschnittslähmungen, Gefühl. Das heißt, wenn ich irgendwo anstoße oder mir jemand vor die Füße rennt irgendwie in der Stadt, wenn es relativ voll ist, das merke ich schon, aber mir fehlt auf jeden Fall die Bewegung ab den Schultern abwärts und so ein bisschen auch der Wärmeausgleich. Also wenn es extrem heiß ist, dann schwitze ich nicht, dann wird mir heiß, dann muss ich mich richtig runterkühlen. Oder wenn es halt wirklich draußen auch richtig kalt ist, dann muss ich mich dementsprechend dick einpacken und gucken, dass ich dann auch nicht auskühle. So die Puh, stellt euch mal vor, euch passiert das, ne? Es ist, boah, ich will es mir gar nicht, keine Ahnung, vorstellen. Und wir heulen immer auf sehr hohem Niveau alle. Ist einfach so. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Ist einfach so. Ist tatsächlich so. Ich will mal wissen, Alter. Auf jeden Fall sehe ich da so ein Trinkheim, wo man da trinken kann. Würde mich interessieren. Der macht das dann bestimmt mit dem Kinn oder mit den Schultern, mit dem Lenken. Oder greift er damit? Ist das recht, so ein Joystick zum Greifen? Die beiden gucken. Sachen, die Bewegung und der Warm-Kalt-Haushalt sozusagen. Zoe möchte von dir wissen, wie hast du reagiert, als klar war, dass du deine Arme und Beine nicht mehr bewegen kannst? Schock fürs Leben. Weil die Schultern ganz am Anfang nicht beweglich waren und halt noch kamen, dann hatte ich dann die Hoffnung oder den Gedanken, na gut, dann kommen die Arme auch noch ein bisschen, dann schaffst du noch in einem Aktivrollstuhl ein bisschen rumzufahren. Als das dann aber immer später wurde und die Arme dann auch immer noch nicht funktioniert haben, in dem Sinne, wurde es dann klarer, dass ich dann Richtung Elektrorollstuhl gehe. Da habe ich dann gedacht, ja okay, dann kommen vielleicht die Arme noch so mit genug Kraft, dass ich wenigstens per Joystick fahren kann. Da habe ich mich dann aber auch nach ein paar Monaten mit dem Gedanken verabschieden müssen. Aber das alles so ja, nach und nach kam, konnte ich das relativ gut verarbeiten oder aufnehmen. Und hat zwar zwischendurch wirklich Tage gehabt, wo man auch sagt, man hat absolut keinen Bock mehr, ist alles Mist, man will hinwerfen, was bringt das überhaupt, das Ganze? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Leben ist ja nicht zu Ende, läuft halt anders und dementsprechend das machen, was man kann, nutzen und ja. Sehr starke Worte, finde ich geil. Wie steuerst du deinen Rollstuhl jetzt? Das läuft alles in meiner Kopfstütze ab. Hier sind insgesamt 4 Buttons versteckt. Einer für den Vorwärtsgang, einer rückwärts, einer links, rechts. Und um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, damit ich nicht die ganze Zeit den Vorwärtsbutton gedrückt halten muss, um zu fahren, vor allen Dingen dann über Kopfsteinpflaster oder so, wo ich ja ständig dann mit dem Kopf wieder von der Kopfstütze weggestoßen werden würde, dann habe ich einen sogenannten Ledge-Modus drin, wie so ein Autopiloten. Dann kann ich einfach geradeaus ran, Kopf kurz wegnehmen und ja, das war ja alles in der Kopfstütze versteckt.
So, und was auch noch mit in die Steuerung integriert ist, ist quasi mein Roboterarm, den ich hier links mit dran habe. Ja, da kann ich also auch einen Modus draufschalten, dass ich den mit meiner normalen Steuerung mit der Kopfstütze hier bedienen kann und dann Türen öffnen kann oder Gegenstände heben bis ca. 1,5 Kilo. Ach, er pustet da rein oder was? Und dann ganz versteckt über die Taste. Ich denke, kann ich den Arm halt in alle erdenklichen Positionen fahren. Aber ja, cooles Design drauf, ne? Sieht schon geil aus. Aber ich dachte, das wäre zum Trinken. Er pustet da anscheinend rein. Dann auch zwischendurch selbst was trinken oder mir auch einen kleinen Snack gönnen, den ich dann vorne mitgreifen kann. Alexander möchte wissen, wie zockt man ohne Hände? Ich zocke mit dem Mund. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass ja, ein Joystick vor einem ist mit einem Mundstück mit 3 Löchern drin, die dann über eine sogenannte Saugblassteuerung quasi funktionieren. Und da kann man halt dann über verschiedene Kombinationen vom Reinpusten oder dann ziehen, sich verschiedene Mappings drauflegen. Ich hoffe, die zeigen das mal. Für jedes Spiel dann auch diesen Joystick individuell einstellen. Und man hat halt die Möglichkeit, sowohl einzeln in die Löcher reinzupusten oder dran zu ziehen, aber auch nicht nur in einer Art sozusagen, sondern auch entweder leicht reinpusten oder fest reinpusten. Das wären schon wieder 2 unterschiedliche Befehle, die man hinterlegen kann. Sprich, pro Loch standardmäßig schon 4 Möglichkeiten, Befehle zu hinterlegen. Und zum Beispiel in COD ist dann halt, wenn ich wirklich das Visier ansetze, puste ich einmal kurz rein. Wenn ich dann abdrücken will, ziehe ich zwar dran. Wenn ich aber länger dran gezogen halte in der Mitte, dann habe ich hinterlegt, dass ich mich einfach hinlege oder ducke. Okay. Predix HD möchte von dir wissen, wissen deine Mitspieler, dass du gelähmt bist? Nö, im ersten Moment eigentlich gar nicht. Man hat ja nur den Avatar und seinen Namen. Im Endeffekt ist das ja total anonym. Also ihr wisst ja auch nicht, wenn ihr online seid, genau wer da als Gegner vor euch steht. Naja, das stimmt. Timeless4 fragt sich, was zockst du am liebsten? Also eines meiner Lieblingsspiele ist auf jeden Fall Rocket League. Das zocke ich regelmäßig auch mit meinen Jungs. Ich stream das auch. Und ansonsten mein zweites ist, würde ich eigentlich fast sagen, mit Mario Kart oder aktuell auch Assassin's Creed Odyssey. Cable fragt sich, kannst du mit normalen Gamern mithalten? Doch, im normalen Bereich kann ich eigentlich schon auf jeden Fall mithalten. Also krass. Sicherlich kommen auch ein paar Klatschen bei mir rein, aber den einen oder anderen im Standardbereich, den kann ich dann doch auch so ein bisschen unterbuttern und zeigen, was man dann doch nur mit Mundkontrolle am Controller doch noch so alles machen kann. Ich hoffe, die zeigen das, Alter. Gucken sie meistens erstmal doof. Glaubst du, du hättest das Zeug zum Pro-Gamer? Wenn ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren könnte, würde ich sagen, mit jede Menge Training wäre es möglich. Doch. Okay, ich finde es echt scheiße in der Situation, die ist. Aber Pro-Gamer, nur damit, ich will das gerne sehen. Ich würde das zu gerne sehen. Schade, dass er nicht Fortnite zockt. Würde ich ihn gleich einladen. Ich schwör's euch. Oder ich fahre hin. Ehrlich. Ein paar Duo-Runden spielen, hätte ich richtig Bock drauf. Auf jeden Fall. Er carried mich. Er braucht noch hinten einen Rucksack, weil ich so schlecht bin. Happerhard fragt sich, hast du schon mal bei einem Turnier gespielt? Ja, das letzte ist gar nicht so lang her. War sogar auch Rocket League. Es kommt immer mal wieder vor, dass wir in auch verschiedenen Spielen das eine oder andere Turnier dann mitmachen. Das schon. Tiff fragt sich, machen sich andere Gamer über dich lustig? Höchstens so lange, bis die merken, dass ich dann eventuell besser bin als die. Und dann krass. Wird dann das Lustigmachen schnell in ein, ja, okay. Sehr peinlich für die. Scheiße. Der macht mit dem Mund mehr als ich mit 2 Händen. Dann werden wir ganz schnell klein und ja, dann ist dann eher ein bisschen vielleicht Bewunderung da oder Respekt. Das schlägt dann gerne schnell um. Ja, ja. Jolle fragt sich, wie viele Stunden am Tag zockst du? Ab Freitagabend bis Sonntagabend, dann können es schon am Tag 12, 14 Stunden werden. Oh. Hannes möchte von dir wissen, Xbox oder PlayStation? Definitiv Xbox. Wobei ich sagen muss, mit PlayStation habe ich angefangen. Das war meine erste Konsole nach meinem Unfall quasi.
weil da halt mein Controller die meiste Unterstützung für die PlayStation 3 zu dem Zeitpunkt noch hatte. Hearthstone is Love möchte von dir wissen, was bedeutet Gaming für dich? Eine ganze Menge. Man muss dazu sagen, ganz am Anfang, nach dem Unfall, die ersten 10 Jahre ungefähr, konnte ich gar nicht zocken. Beziehungsweise es gab halt nur eine Computermaus, die mich hat den Cursor steuern lassen und hat einen Rechts- und Linksklick. Mhm. Dementsprechend ist natürlich die Spielauswahl da so leicht eingeschränkt. Und habe mich dann mit Point-and-Click-Adventures quasi über Wasser gehalten. Aber als ich dann ja wirklich den Controller entdeckt habe, als er dann auf dem Markt war, erhältlich war, bin ich auf jeden Fall direkt drauf eingestiegen, weil ich einfach noch mehr mit Leuten und Freunden agieren kann, Leute kennenlernen kann und dementsprechend gehört das für mich auf jeden Fall dazu und bedeutet auch schon einiges für mich. Ich muss mal überlegen, dass sie ihn auf den Markt gebracht haben. Das heißt, er ist nicht alleine. Okay, man wird nie alleine sein, ne? Aber dass das so eine große Nachfrage hat, dass sie das so ein Controller auf den Markt gebracht haben. Ich will auf jeden Fall so ein Ding sehen. Ich hoffe, die zeigen das. Und ich will auch mal sehen, wie er zockt. Ich meine, die sind dann für nicht bekannt. So, fragen Mörder und dann mach mal den wieder kurz weg. So, aber da würde mich das tatsächlich echt sehr interessieren. Sid möchte von dir wissen, würdest du das Zocken aufgeben, um wieder laufen zu können? Wenn ich jetzt so überlege, ich bin in meiner Situation glücklich bin, es läuft alles. Im Moment würde ich ganz klar sagen, nee, also ich würde das Gaming da jetzt nicht gegen eintauschen. Ich würde es so lassen. Das ist hart. Das ist echt hart. Er hat komplett, ich bewundere seine Motivation. Safe, safe, safe. Wieder laufen zu können, okay. Ja, wenn seine Arme trotzdem noch so wären, keine Ahnung. Ich hoffe, es passiert keinem von euch, ne? Ich hoffe, bei ihm wird das irgendwann wieder normal. Das wäre echt mega. Das ist schon echt eine heftige Nummer, Alter. Sama Fufi fragt sich, kannst du Sex haben? Ja, das geht. Oha. Auf jeden Fall. Chain21 fragt sich, wie masturbierst du? Alleine nicht, kann man mal so sagen. Das geht so nicht, ohne Arme. Da brauche ich dann schon im Idealfall eine Partnerin dazu. Wie stehst du zu Sexarbeit für Behinderte? Ich finde es gut, dass es Leute gibt, die das auf jeden Fall mitmachen. Ich selbst würde aber das Angebot so nicht unbedingt in Anspruch nehmen für mich persönlich. Omi möchte wissen, wirst du bemitleidet? Wenn die mich allein auf der Straße ansprechen irgendwie, dann kommt öfters so, oh, das tut mir leid und sehr schön ist auch immer gute Besserung. Ich schmunzle immer gerne drüber, die Leute meinen es gut. Man hat Mitleid, aber das braucht man überhaupt nicht zu haben. Das ist eigentlich auch fehl am Platze. Zapzerab möchte von dir wissen, starren dich Leute auf der Straße an? Ja, immer wieder. Ja. Vor allen Dingen Eltern, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, wobei die kleinen Kinder ehrlich gesagt auch. Ich würde seinen Arm feiern hier, diesen. Der sieht freaky aus, also freaky im positiven Sinne, ne? Der ist richtig geil gemacht. Aber das war's, sonst, Digga. Ich, noch mehr ins Starren verfangen, die da gar nicht mehr rauskommen. Die stehen dann wie angewurzelt da und kriegen den Blick gar unangenehm. Nicht mehr weg. Gucken aber in dem Fall dann interessiert. Das ist dann wieder ein anderes Starren, was ich aber vollkommen okay finde, weil das für die Kleinen einfach interessant ist, weil die es nicht kennen. Aber wenn dann Erwachsene mit Starren oder so, das dann schon oft genug, wo man denkt, so in dem Moment, wo die auch so gucken, finde ich, sehen die behinderter aus, als ich hier mit dem Rolli irgendwo rumfahren kann. Dann dreht sich der Spieß eigentlich um. Dann bin ich nicht ich. Ah, Digga, er hat einen guten Humor. Er ist echt, also von der Persönlichkeit ist er sehr stark. Gehst du feiern? Das Problem liegt eigentlich nur an den Locations, die oft genug nicht barrierefrei sind. Oh, die müssen alle barrierefrei sein. Wenn das möglich ist, gehe ich auf jeden Fall auch feiern. Und auch gerne. Bin also wirklich möglichst oft unterwegs, soweit wie es geht. Da kann ich ganz normal Alkohol trinken, wie ich lustig bin und wonach mir der Sinn so steht. Das geht schon. 101 Salamander interessiert, besteht eine Chance auf Heilung? Es gibt immer wieder Neuerungen mit Heilungsmöglichkeiten, neue Ansätze etc. Aber bis das Ganze so weit geforscht wäre, dass das auch für mich in Frage kommt, weil die Lähmung halt einfach so extrem hoch ist, kann natürlich jeder Eingriff auch wieder noch mehr kaputt machen. Von da an wird es wahrscheinlich, meiner Vermutung nach,
während meiner Lebenszeit nicht mehr so kommen, dass es für mich, für meine Lebenshöhe, irgendwie eine Reparaturmöglichkeit gibt, dass man die Nerven wieder zusammensetzen kann. Hm. Hast du dich mal gefragt, warum gerade ich? Ganz am Anfang, in der ersten Zeit schon, so in dem ersten Jahr, wo ich in der Klinik mit lag und kurze Zeit später vielleicht auch noch, aber die Frage, die beschäftigt mich eigentlich nicht wirklich lang, weil ich mir dann denke, nö, es ist so, man muss es hinnehmen, besser draus machen und dann geht's wieder weiter. Quara Ob möchte von dir wissen, was würdest du tun, wenn du für einen Tag nicht mehr gelähmt wärst? Auf jeden Fall eine Runde Biken. Definitiv, auch krass, wenn das mein Unfallgrund war. Ja. Aber dafür hänge ich einfach zu sehr am Mountainbikesport, andere Freunde noch mit besuchen und einfach den Tag so gut, so weit wie möglich genießen, wie es einfach nur geht. Krass. Hammer. Auf jeden Fall. Lang nach oben. Ey. Ich wünsche es keinem, aber ihr seht ja, der hat ja selber gesagt, er würde trotzdem gerne wieder Mountainbiken, wenn er könnte, für einen Tag. Also Liebe zum Sport und zum Mountainbiken war auf jeden Fall da, ne? Schade, das hätte mich mega interessiert, wie der Controller aussieht, von welcher Firma und wie der wirklich wieder aussieht oder auch wie er damit zockt. Hammer, Hammer. Checkt auf jeden Fall Hyperball ab. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo und Like da. Teilt das mit euren Freunden. Ich würde sagen, wir gucken uns das nächste an. Peace.